habe mal ein Interview mit Giovanni Trapattoni gemacht und der ist ja Sammler von Klassik-CDs, italienische Opern, und hat gesagt, musst du hören Klassik, kannst du spielen Fußball. Ist das so? Also ich glaube schon, dass die große Dramatik, die die klassische Musik oft beinhaltet, sehr gut zur großen Dramatik des Fußballs passt. Ich denke gerne mal an die WM 90, als aus der AIDA irgendwie dieser Song alle begleitet hat, genau, bis zum Titel. Das war toll. Ja, wir hatten José Carreras heute, 90, ja, die drei Tenöre waren Fußball-WM. Yes. Und Klassik als Leute heute. Ich meine, da geht es dann immer, oh cool, was trägst du für ein Kleid und so. Ja, genau. Aber eigentlich geht es auch um Blut, Schweiß, Tränen, Morde. Übrigens auch bei Hallo Deutschland, dass sie jetzt seit knapp Hallo zwei Jahren Hallo Deutschland, Entschuldigung, Hallo Deutschland auch. Ja. Ganz lange Leute heute. Leute heute auch, ja. Aber, das waren ja alles wahnsinnig herausragende deutsche Künstler. Also insofern Hallo Deutschland war das ja heute auch in gewisser Weise. Und ich muss sagen, mich hat es auch persönlich natürlich der ein oder andere Auftritt sehr berührt. Also David Garrett ist sowieso coole Socke, ja, aber wenn der dann anfängt, auch noch geil. Was findet ihr Frauen denn alle an David Garrett so geil? Das auch immer, das fragt ihr doch nicht im Ernst. Ja, aber dann sag doch mal. Das fragt ihr nicht im Ernst, der kommt alleine rein schon und also es hat einfach totales Star-Appeal. Also wir haben ein Problem damit. Also wir verstehen es nicht. Das würde ich auch. Also er kann sehr gut Geige spielen, ansonsten sieht er aus wie ein Typ, der in irgendeiner, ich weiß nicht, in irgendeinem Laden einfach so Platten verkauft. Er sieht aus wie ein Engel, wie Patricia Riegel gesagt hat, er sieht aus wie ein Engel. Und spielt wie ein Teufel. Nein, ich bin selber erfahrene... Sieht er denn aus wie ein Engel? Erfahrene Violinistin. Ich spiele wie ein Teufel, okay, aber der Rest... Weiter, mach. Entschuldigung. Ich bin selber erfahrene Violinistin, wenn ich das an dieser Stelle anmerke. Ja, das hast du schon gesagt. Es ging allerdings über die zweite Geige im Schulorchester nie hinaus. Insofern... Komm mal der erste Geiger und so. Wenn du das siehst, ja, und dann noch... Und dann noch dieses Charisma dazu, der sieht super aus, der Typ. Also Entschuldigung, das muss man ja wohl mal... Also ich persönlich bin der Meinung, David Garrett ist völlig überbewertet, ja. Vor allem als Mann. Also als Geiger okay, aber als Mann, also sorry. Aber du. Mein Mann hingegen war heute, also muss ich aber auch sagen, ich auch, hin und weg von Anna Netrebko. Ja. Die, also das kann ich verstehen. Anfang, von Anne-Sophie Mutter. Um verstehen. Anne-Sophie Mutter, Wahnsinn. Ey bitte, come on. Hossa. Aber am meisten, muss ich sagen, hat mich der Hornist berührt, der junge Mann, der Felix. Der sozusagen mit den Füßen das Horn gespielt hat. Da hatte ich Tränen in den Augen, das ging mir wirklich richtig nah. Das war so berührend, weil er auch so schön gespielt hat. Ja, es war nicht nur das anrührende Schicksal, wie man vielleicht denken mag, weil es einfach sehr berührend ist, wenn ein Mensch es schafft, der eigentlich so von der Natur benachteiligt ist, so Gas zu geben. Aber auch wie er gespielt hat, das war unglaublich. Ja. Das war unglaublich. Das ging echt rein, bei mir auch. Ich glaube, deswegen gab es auch Standing Ovations im Publikum, nur für ihn. Und dann eben fürs Lebenswerk, für den anderen Kollegen. Aber wir lernen daraus, ja, also Klassik ist sozusagen dieses ganze Panoptikum. Und wir lernen auch, morgen früh am Frühstückstisch kann man über den Echo Klassik immer noch weiter streiten.